Ich bin hier, weil ich glaube, dass Hessen eine sehr gute Tradition in Demonstrationen kennt. Und ich bin sehr überrascht, dass es heute eine Gegendemonstration nur deswegen gibt, weil hier friedliche Bürger, friedliche Eltern, Großeltern ihr Meinungsfreiheitsrecht in Anspruch nehmen. Das finde ich ein Skandal schon fast. Und ich kann nur sagen, so friedlich und tolerant wie diese Demonstrationen sind wenige in Hessen. Und Sie hören ja schon, der Widerspruch wird lauter. Also damit ist schon bewiesen, wo es an Toleranz fehlt, nämlich auf der anderen Seite. Ja, Hessen kennt Demonstrationen gegen Occupy, gegen Atomkraft, gegen Fluglärm und gegen TTIP. Und meistens geht es mit Gewalt zu. Hier aber sind besorgte, friedliche Eltern, Großeltern, Bürger und Bürgerinnen, die einfach der Meinung sind, wir sollten uns als Bürger wehren gegen eine Bildungspolitik, die uns nicht gefällt und nicht überzeugt. Ich nenne Ihnen drei Gründe, weswegen ich denke, dass es gut ist, dass wir hier sind. Wir wollen keine weitere staatliche Lufthoheit über Kinderbetten. Die Lufthoheit über Kinderbetten ist das ideologische Credo von Linken und Grünen. Und es ist schockierend festzustellen, dass die CDU in dieser Weise anfällig gegenüber einem Mainstream ist, der offensichtlich ganz schwer nur noch zu bremsen ist. Der Staat ist, und darin unterscheiden wir uns von den Roten und Grünen und ich hoffe auch von den meisten CDU-Mitgliedern, der Staat ist mit Sicherheit nicht der wichtigste und beste Erzieher für unsere Kinder. Wir wissen gerade in Deutschland, dass Indoktrination seitens des Staates eine gefährliche Sache ist. Die Kindheit ist ein kostbares Gut. Und wir haben es hier schon gehört, Artikel 6 des Grundgesetzes, das wir sehr hochhalten, zeigt das primäre Erziehungsrecht der Eltern als Aufgabe und es garantiert es auch. Insofern ist schon der Begriff Sexualerziehung eine erste übergriffige Formulierung. Wir wollen keinen Zwangsunterricht, der Kinder und Eltern zwingt, eine bestimmte Art von Sexualdefinitionen hinzunehmen, sich nicht abmelden zu können, sondern in dieser Weise gezwungen zu werden, sich dieser Sexualorientierung auszusetzen. Es ist ein Skandal, dass dieser neue Sexualplan die Interessen der Eltern hinter die staatlichen Interessen stellt und nicht davor zurückgeschreckt wird vom Kultusminister, die massiven Einwände der Elternverbände und anderer Stellen überhaupt ernst zu nehmen. Das ist unwürdig einer demokratischen Streitkultur. Wir wollen, das ist der zweite Grund, weswegen wir hier versammelt sind, wir wollen keinen Missbrauch staatlicher Autorität bei der Sexualerziehung. Wir sind für Aufklärung, wir sind für verantwortungsbewusste Sexualpädagogik. In einer sexuell libertinären Gesellschaft ist dies wichtiger denn je. Aber wir wollen keine Sexualerziehung, die statt Aufklärung Indoktrination zum Programm hat. Und übergriffig ist, wie wir das an einigen Beispielen hier schon gehört haben, und es ließen sich beliebige ergänzen. Ich darf ein Beispiel berichten, das ich gestern Abend von einem Schüler erfahren habe, der in der 5. Klasse hier in Hessen im Klassenzimmer bei der Sexualaufklärung einen Klassenraum vorfand, der als Vagina dekoriert war und die Jungs mussten sich alle als Spermien verkleiden und dann entsprechend ihren Dienst tun. Ob das für einen 10-11-Jährigen die richtige Form von Aufklärung ist, können Sie selber entscheiden. Artikel 6 bedeutet, dass Familie und Ehe unter dem besonderen Schutz des Staates stehen und dieses Versprechen muss in Hessen wieder eingelöst werden. Der neue Sexualplan widerspricht dem zutiefst. Ja, auch wir sind für Toleranz, aber es kann nicht sein, dass der Staat
die Kinder und die Eltern verpflichtet, seine Interpretationen zu übernehmen, wenn das Elternrecht es anders sieht. Wir sind nicht der Meinung, dass Randthemen sexueller Orientierung zum Zentrum des Unterrichtes in der Sexualerziehung gemacht werden sollen. Wir wissen, und jeder von uns toleriert es, dass es unterschiedliche geschlechtliche Orientierungen in dieser Gesellschaft gibt. Das bedeutet nicht, dass sie im Mittelpunkt der Sexualkunde in den Grundschulen und in den ersten Schuljahren gesetzt werden muss. 75% aller Kinder in den meisten Bundesländern leben bei ihren leiblichen Eltern. Und es wäre gut und wünschenswert, wenn sie im Sexualkundeunterricht dieses Familienmodell auch erklärt bekämen und nicht nur die Alternativen. Wir fordern eine echte Aufklärung, ein wirkliches, ernstzunehmendes Material und keine Ideologisierung. Wir wollen, und das ist das Dritte, keinen Gesinnungslehrplan. Wir wollen, dass die Kinder ihre Identität finden können durch die Familie und durch die Erziehungsberechtigten, aber nicht durch den Staat und seine Schule, der hier seine Autorität jeden Tag missbrauchen kann. Es ist nicht die Aufgabe des Sexualkundeunterrichtes, den Kindern in der Grundschule und danach beizubringen, wie sie persönlich Lust stimulieren und in einzelnen Rollenspielen das auch noch zu üben, möglichst Geschlechter verdreht, damit sie besser wissen, wie sich das anfühlt. Es ist nicht die Aufgabe des Sexualkundeunterrichtes, Lustpraktiken zu vermitteln, wie das im Moment schon teilweise der Fall ist. Wir wollen, dass die Persönlichkeitsrechte der Eltern und der Kinder so geachtet werden, wie das Artikel 6 des Grundgesetzes, aber auch Artikel 4 des Grundgesetzes, dass nämlich die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und der weltanschaulichen Bekenntnisse als unverletzlich bezeichnet. Unverletzlich bedeutet auch, dass diese Rechte in der Schule nicht verletzt werden können. Wir haben hier unter den Demonstranten auch türkische Frauen, die hier hingekommen sind. Ich habe mich gerade mit ihnen unterhalten, weil sie genauso besorgt sind wie wir Christen, dass die Kinder in der Schule ihren Familien entfremdet werden. Wir wollen einen Lehrplan, der nicht in Inhalt und Form elementare Eltern- und Kinderrechte verletzt. Und wir wollen, dass die Selbstbestimmung, die viele, die uns kritisieren, so vorne auf ihren Flaggen führen, dass dieses Selbstbestimmungsrecht der Eltern auch in hessischen Schulen wieder Geltung hat. Und deswegen stehen wir hier. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank.